doch einfach mal alle arbeiten, meine Fresse. Das ist doch scheiße. Die Klimakaoten kleben weiter. Aktivisten der letzten Generation legen einen der zentralen Verkehrsknotenpunkte in Dresden lahm. Völlig unerwartet werden hier aber relativ schnell die ersten Autofahrer handgreiflich. Empört über die Protestaktion reißen einige Personen die an den Händen festgeklebten Klimakaoten von der Fahrbahn. Schreie sind zu hören. Die Nerven liegen blank auf beiden Seiten. Selbstjustiz und gefährdet Menschen, wenn sie sich verletzen, eben zum Beispiel, weil die Person das noch nie gemacht hat, Menschen wegzuzerren von der Straße, die zum Beispiel zusammengeklebt waren oder so. Da vertraue ich zum Beispiel den BeamtInnen, die jetzt hinter uns stehen, sehr viel mehr. Immer mehr genervte Autofahrer verlassen ihr Auto, versuchen mit Worten die Protestler von der Straße zu bringen. Was bewirkst du damit? Nichts. Was bewirkst du damit? Gar nichts. Was bewirkst du damit? Ich habe gerade das Gefühl, dass du sehr wütend bist. Ja, ich bin wütend. Ich bin auch für die Umwelt. Ich bin auch Fahrradfahrer. Aber ich benehme mich nicht so. Du behinderst die normalen Menschen hier am Leben. Bei den Politikern bewirkst du überhaupt nichts. Als die Polizei eintrifft, beruhigt sich die Lage etwas. Gleiches Spiel wie immer. Unter Einsatz von Olivenöl werden die Klimaaktivisten von der Straße abgelöst. Doch da sie sich auch untereinander festkleben, werden bei ihnen paarweise die Personalien aufgenommen. Damit sie sich nicht gleich wieder festkleben, werden sie als Vorsichtsmaßnahme mit auf die Polizeiwache genommen. Eine neue Dimension rund um die Klimakaoten, die den Zorn der Autofahrer hier zu spüren bekommen. Dafür jetzt aber selbst mit Konsequenzen aufgrund ihrer Selbstjustiz rechnen müssen. Was ist die Frau los? Was soll denn das? Ja, ne, was soll denn das? Wissen Sie, was das hier für ein Chaos gibt? Warum fahren Sie denn nicht weiter?